Unser Projekt heißt Jugendverbände interkultureller Tour. Wir haben mehrere Ziele eigentlich, gell? Also wir wollen als Jugendliche zusammenbringen mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir wollen auch die anderen, den anderen Verband wirklich kennenlernen, so wie jetzt auch zum Beispiel heute. Einfach andere Sichtweisen, Perspektiven, was dahinter steckt. Und wir wollen auch für unsere Verbände eben davon profitieren. Also genau, nicht nur die Jugendlichen, sondern auch der Verband an sich. Jetzt hier. Also das ist unser Plakat. Wir haben das zusammen mit Eileen von BDAJ gemacht. Das war unser erstes erstes Treffen und wir wussten gar nicht, wer wir sind. Wir haben uns nicht so gut gekannt. Und dann haben wir überlegt, was uns verbindet, was uns unterscheidet. Wir haben so gemacht, was wir so ungefähr machen, unsere Organisationen. Genau, wir sind ein Jugendwerk, also das sind unsere Aktivitäten, die wir machen und das vom BDAJ. In den Wolken sind immer die Projekte und Aktivitäten, die von dort angeboten werden. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, dass es so von den Werten und auch von den Angeboten her gar nicht so unähnlich ist. Weil zum Beispiel Emanzipation ist ein Grundwert vom Jugendwerk, aber auch vom BDAJ. Dann hatten wir Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Das sind alles Werte, die bei uns im Jugendwerk sehr wichtig sind und auch in unserer Satzung und so verankert sind. Und beim BDAJ eigentlich auch. Das wussten wir vorher aber nicht. Also das haben wir erst. Und das war so ein Moment, wo wir so eine Stunde zusammen geredet haben. Und dann haben wir gesagt, ja, was habt ihr so für Werte, was habt ihr so, was ihr immer den Leuten beibringt. Und dann haben wir das gesagt und das war so, boom, so ein Moment, ja, das passt schon gut zusammen. Wir haben uns heute alle zusammen getroffen, der BDJ, ein paar Jugendliche aus der Ortsgemeinde, unser Geistlicher von der Landesebene, Vorsitzende und ein Geistlicher, ein jüngerer Geistlicher und natürlich das Jugendwerk AWO. Das Jugendwerk AWO hat uns heute kennengelernt, hat unsere Gemeinde in Stuttgart kennengelernt. Wir haben viel über das Alevitentum berichtet. Ja, viele Fragen standen offen, was sind überhaupt die Aleviten, darüber wurde erzählt. Solche Abende sind eigentlich ganz wichtig, damit wir uns kennenlernen, damit wir auch wissen, was für Absichten wir haben, was unsere Hintergründe sind und damit wir einfach unsere Zusammenarbeit besser stärken können. Ja, das war's.